Ja, danke, gell? Alles klar. Ciao. Komm ich raus. Danke. Ciao. Ciao. Alles klar? Hey, klar, bei dir? Alles Gute, danke. Alles klar bei dir? Klar. Selbst? Gut. Wer ist das? Das ist ein Kumpel von mir, der ist gerade zu Besuch. Und dachte ich, der kann einfach mal mitkommen. Ist doch bestimmt okay, oder? Ob das okay ist? Ja. Das sagt mein wenig dich. Hast du verstanden? Ja. Ob das wie das okay ist? Das sagt die Prinzessin hier. Wie heißt du? Leonard. Hi. Fast ein Händedruck, eh? Ich hab mir fast einen Unterarm gebrochen. Wolltest du kurz deinen Platz markieren, ne? Dass ich einfach hinpissen kann. Von jetzt hier, in dem Revier, wenn du bei mir bist, weißt du, was du machst? Du hältst deinen Schnauze. Okay. Ah, was war das? Ich mag den Jungen. Ich mag, wenn der Schiss kriegt. Seine Art. Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Nein, ich bin schon lang drin. Siehst du? Weil du da gegen die Tür gehämmert hast ein bisschen. Aber? Eigentlich bin ich schon lange im Flur drin. Fragte mich, ob ich da rein kann. Scheiße. Komm rein, Leonard. Französisch LK. Leonard. Weißt du, warum ich gesagt habe, du sollst herkommen? Nee. Alleine? Nee. Nichts gegen dich, Leonard. Passt schon. Ich habe aber keinen Bock gehabt, dass du mitkommst eigentlich. Obwohl ich dich nicht kenne. Dann regst du mich ein bisschen auf gerade. Keine Ahnung, draußen machen. Oder im Keller, wenn das okay ist. Und dann sieht dich niemand, weißt du? Kannst du im Keller warten kurz? Super. Nichts gegen dich, aber ich habe keinen Bock, dass in der Straße die Leute fragen, was ist das für ein komischer Typ? Um die Straße, neben der Tür. Warte schon, tust halt nichts anfassen. Weil Wohnung ist noch nicht meine, Leonard. Ist nicht deine. Willst du die fragen? Ist nicht meine. Am Bad kurz hier. Geh raus. Verstanden. Mach's gut. Kein Piss, ey. Alles klar, Leonard. Steh da auf, bitte. Tu nicht da hinsetzen. Das ist nicht mein Property. Okay. Hast du verstanden? Kein Bock. Genau. Kein Bock. Tu mich nicht unterbrechen schon zum zweiten Mal. Hast du verstanden? Kein Bock, dich zu zerlegen, wenn wir uns jetzt erst seit 5 Minuten kennen. Hast du verstanden? Jo. Der regt mich auf irgendwie. Weil ich sag dem, der soll nicht da und dann sagt er was. Weißt du, was ich meine? Versteh. Verstehst du, ja? Versteh. Leonard! Ja? Der ist schon dumm. Leonard, ich hab doch vorhin, als wir vor der Tür waren, gesagt, du sollst deine Schnauze halten, oder? Er lernt schnell. Leonard! Das
Lano! Spaß! Wir kommen gleich wieder, okay? Und was soll man denn mitnehmen? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir ihn mitnehmen. Aber er redet ja nicht mehr. Leonard, komm mir einfach hinterher. Das ist rechts in die Tür. War das nicht der richtige? Helena, zeig dir die Tür. Ich weiß, wo die Tür ist. Die Wohnung ist hier in dem Haus. Ist das überhaupt legal, was ihr hier macht? Was meinst du? Ist das legal? Ob es legal ist? Hast du überhaupt die richtigen Schlüssel? Ist es illegal, wenn man Schlüssel in den Schlüssel noch rein tut? Schlüssel hat erst nicht in die Tür gepasst unten, in den Keller konntest du auch nicht rein. Hast du überhaupt einen Schlüssel für die Wohnung? Ist das überhaupt deine Wohnung? Leonard. Du willst sticheln, ne? Natürlich ist das die Wohnung von meinen zukünftigen Frauen. Herzlichen Glückwunsch. Ich erzähle dir mal eine kleine Anekdote. Da war ein Flieger. Ist das überhaupt deine Wohnung? Nein, Schlüssel geht einfach so rein. Helena hat die Wohnung abgecheckt. Weil die ist ja in freiberuflichen Ebene tätig. Die Helena. Was macht sie denn? Ähnlich wie verloren. Nur mit Männern. Sag mal so, danach sind die Männer von Herz her ein Blume. Ich prostiere, aber von Leidenschaft.